Wie hat dir denn die HEP-Ausbildung gefallen? Also ich habe ja nicht die ganze komplette Ausbildung gemacht, sondern ungefähr 2/3 der Seminare. Und es hat mir alles super gut gefallen. Es war alles sehr interessant. Die Gruppe war, fand ich sehr nett. Und auch obwohl ich nicht immer da war, habe ich mich sehr gut aufgenommen gefühlt. Ich fand es auch toll, dass sowohl Jan als auch Christiane abends mit dabei gesessen haben. Das hat das unheimlich gestärkt, unser Gruppengefühl. Ich habe unheimlich viele neue Sachen über Hunde erfahren und ja, und auch einiges, was mich so in anderen Dingen vielleicht nochmal weitergebracht hat. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil ich gedacht habe, oh, mit so vielen Fremden auf so einem engen Raum und so. Aber es ist eine super Atmosphäre. Wir sind hier super von Jan und Christiane aufgenommen worden, betreut worden. Und mittlerweile ist da sowas Tolles entstanden. Wir sind die ersten HEP-Seminare da sind wir essen gegangen. Mittlerweile haben wir gesagt, brauchen wir gar nicht. Wir kaufen zusammen ein und kochen zusammen und es ist einfach super schön. Gruppengemeinschaft ist ganz arg toll, sehr wertschätzend, sehr auffangend, aber auch sehr kritisch. Und wir haben großartige Abende hier zusammen erlebt, gemeinsam gekocht und viel, viel Spaß gehabt. Ja, es war wunderschön, eine tolle Atmosphäre. Die HEP-Ausbildung hat mir total gut gefallen. Ich habe aus unheimlich vielen verschiedenen Fachbereichen habe ich unheimlich viel gelernt. Nicht nur theoretisch, sondern auch gelernt, die Dinge gleich praktisch anzuwenden. Und die einzelnen Seminare haben inhaltlich auch ineinander gegriffen und haben aufeinander aufgebaut. Und man hat wirklich einen roten Faden in den ganzen Seminaren gesehen. Das fand ich total gut. Wie hat dir denn die HEP gefallen? Sehr gut, besser als erwartet. Du hast dir ja heute mal einen Tag in der HEP-Ausbildung angeschaut. Wie hat es dir denn gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe das Glück, dass ich jetzt in dieser Praxiswoche der Ausbildenden teilnehmen durfte, also als Zuschauer. Da geht es halt wirklich nur um die Praxis. Ich sehe nicht nur die Hunde, ich sehe auch das Team, die Leute, wie die zusammen funktionieren. Und das kann meinen Entscheid für HEP eigentlich nur beflügeln. Würdest du die HEP-Ausbildung nochmal machen? Auf alle Fälle, weil ich einfach unfassbar viel gelernt habe, vor allem auch über die eigene Persönlichkeit. Und ja, ich würde es jederzeit wieder tun. Würdest du die HEP-Ausbildung nochmal machen wollen? Ja, das würde ich auf jeden Fall machen. Das hat mir doch so viel gebracht und war für mich super spannend, hat mich auch in meinen Fragen weitergeführt. Alles, was über die normale Hundeschule auch hinausgeht, nochmal stärker in die Tiefe geführt. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich viel mehr von meinem Hund verstehe, aber auch, was vorher nicht der Fall war, mehr von anderen Hunden. Vorher habe ich mich nur auf meinen Hund konzentriert und jetzt habe ich auch, kann ich andere Hunde auch schon mal lesen. Würdest du die HEP-Ausbildung nochmal machen? Auf jeden Fall. Würdest du die HEP-Ausbildung nochmal machen? Ja, und wenn du mich fragst, warum? Die ganze Ausbildung war eine Bereicherung für mein allgemeines Leben. Nicht nur auf hundische Sicht, sondern auch auf menschliche Sicht. Auf jeden Fall. Ich bereue es nicht. Ich bereue es eher, dass ich nicht viel eher, also schon vorher angefangen habe. Ich habe das immer aufgeschoben, weil ich gesagt habe, ich will mich ja eigentlich gar nicht selbstständig machen. Aber ich habe so viel über Kommunikation unter Hunden gelernt, was das mit mir gemacht hat. Also selbst mein Umfeld hat eine Veränderung bei mir festgestellt und das ist einfach fantastisch. Ja, auf alle Fälle würde ich die HEP-Ausbildung nochmal machen. Ich bin auch ganz enttäuscht, dass es schon zu Ende ist. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der Hunde hält und sich mit Hunden beschäftigt und mehr darüber wissen will, die HEP-Ausbildung zu machen.